Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Castle Crush. So, wir schauen jetzt einfach mal hier rein, was da los ist. So, ja, den Golem, den kann ich im Moment gar nicht so. Oh, Pirat, das ist schon immer gut. Pfeile. So bedeutet, wir können jetzt hier ins Deck gehen und können da. Was ist besser? Sind die Pfeile besser? Was macht denn mehr Schaden? Machen wir mal hier kurz ein Upgrade. Magieschaden 242. Und was hat das? Magieschaden 121 nur. Ja, dann sollte ich eigentlich doch eher das machen, oder? Jo. Den kann ich noch nicht hochleveln, der kostet 150. Einem Clan beitreten will ich noch nicht. Werde ich aber noch machen. So, dann machen wir mal unseren. Machen wir mal so 4-5 Fights. Gerade ein bisschen im Battle-Modus. So, da können wir schon gleich loslegen. Ja, das Thema wird sich gleich hier erledigt haben. Schicke ich gleich den ersten los. Und dann kommen wir mit dem da. Und dann haben wir hier noch einen Golem. Jetzt haben wir mal hier einen Flächenbrand. Damit sind die zwei schon einmal weg. Du kommst hier nicht rein. Oh, ich möchte jetzt gerne mal. Ah, okay. Schieß den weg, schießen weg, schießen weg, schießen weg, schießen weg. Oh, das sind zwei. Das ist natürlich weniger gut. Kommen jetzt erstmal ein paar Skelette. So, und hier haben wir jetzt den ersten Henker. Okay. Jetzt kommt ein Ritter. Und den schicken wir mal da hoch. Und die schicken wir auch da hoch. Und jetzt werden die zwei mal richtig schön losmarschieren. Schießt ihr mal. So, was willst du jetzt dagegen machen? Dagegen wirst du gar nichts unternehmen können. Dein Castle ist down. Flawless Victory. So, jetzt habe ich hier natürlich. Naja. Machen wir nochmal. Ja, ich weiß, dass ich keine freien Kistenslots mehr habe. Aber ich will trotzdem noch 3-4 Kämpfe machen. Fangen wir gleich mal an. Möglichst schnell hier Rabatz machen. Da oben welche hin. Das war gleich mal. Und den setzen wir auch gleich dahin. Der soll sich schon mal mit denen auseinandersetzen. Und da schießen wir mit der Ballista. Solltest du noch ein bisschen näher an mein Castle rankommen, ich werde dich jetzt eh erstmal vernichten. Ich brauche jetzt mal langsam hier mehr Power. Hast du schon aufgegeben oder was? Gibt es überhaupt keine Karte mehr? War das jetzt schon alles?
La Parca, Flawless Victory. Nun gehen wir mal in die nächste Schlacht. Das war jetzt Jesse James. Hergleich vs. Jesse James. Oh, diesmal habe ich keine super schnelle Karte am Start. Komm schon. Na, wenigstens mal ein paar Skelette kommen. Auf los geht's los. Und gleich die nächsten hinterher. Und dann haben wir hier oben noch einen. Und dann können wir hier von hier aus schon mal welche abfeuern. Und das eine Skelett hat tatsächlich überlebt. Ich lach mich kaputt. Ja, schauen wir mal. Ich sollte mich der hier entledigen. Jetzt bringen wir mal einen Golem noch. Und hier, mein Freund, wird es jetzt für dich richtig, richtig heiß werden. Ja, schieß mal von hinten noch auf den. Und noch den Henker. Mit der Ballista mal auf den schießen, bis der da ist. So, und dann machen wir hier noch eine Ballista hin. Oh, 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 aber mein Ritter ist stärker. Und dann haben wir hier gleich noch einen kleinen Kämpfer. Und die Ballista machen wir jetzt auch mal platt. Und jetzt kommt hier auch die nächste Verstärkung. Schießt mal von da hinten. Hier unten noch einen hin. Dann da oben noch einen hin. Und das war's. Jo, im nächsten Kampf. Flawless Victory Fatality. Burg 2. Na, schauen wir mal. Ja, hier habe ich schon alles genau. Ein Blitz. Ein Skelettkönig. Und der Sensenmann. Okay. Hier, da würde ich mal sagen. Weiter geht's. Sonderangebot. Ha, was war das eben gerade? Jetzt irgendwas verpasst. Nee. Okay, nächster Kampf. Ja, gleich versus Big Daddy. Fangen wir schon mal gleich an. What the hell? Leute, so nett. Schießen wir mal mit der Ballista auf den. Hier habe ich erstmal einen Golem. Mit dem kannst du dich jetzt erstmal rumbattlen. Ich habe auch eine davon. Nein, das wäre jetzt nicht gut gewesen. Dann machen wir mal das Ding hier. So, und jo. Den schicken wir jetzt mal los. Und den schicken wir jetzt auch gleich erstmal los.
dann haben wir hier noch einen. Und dann haben wir hier noch einen. Und jetzt würde ich mal sagen, es ist an der Zeit, die Pfeile loszuschicken. Dich will ich weg haben. Erstmal den da. Machen wir erstmal den da. Und jetzt kommen wir mit dem. Noch ein paar Skelettkriege. Hinterher. Und dann haben wir so einen. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, mein Freund, jetzt wird es ganz, ganz eng für dich. Schieß du mal von da hinten. Skelett. Und noch ein Ork. Okay. Big Daddy. Sorry, man. Schlacht. Nur gleich versus King Sidant. Was? Noch ein. Ja, gleich versus Corion 89. Und gleich mal schnell hier losschicken. Wieso freust du dich? Bist du der Meinung, du kannst da jetzt was rocken oder wie? Muss ich erstmal hier den Flächenbrand auslösen, damit das hier alles mal ein Ende hat, weil auf den Scheiß habe ich ja mal keinen Bock. Hey, mein Freund, nein, 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 so nicht. Erstmal das. Jetzt machen wir erstmal die da. Und jetzt machen wir das da. Jetzt muss noch der Golem dahin. Alter, mach den da weg. Erstmal den Ritter. Alter Vater, ey. Jetzt wird's aber richtig heiß. Diesmal wird's richtig ein richtig heißes Match. Gleich zwei Stück davon. Dann hier oben noch ein Golem hingesetzt. Und jetzt marschieren wir einfach nur noch durch den durch. Wie nicht genügend Mana. Boah, ich wollte gerade sagen, was ist denn das jetzt? Das kannte ich noch gar nicht. Zwei Kämpfe mache ich noch. Ich will da oben noch die Kiste haben. Ja, der da oben interessiert mich nicht wirklich. Meine Skelettkrieger machen den ersten Schaden. Ich werd bekloppt. Und sie... Ey, kriegen die Dings da klein, oder was? Die Piratenbraut.
Ey, das ist ja wohl der Hammer. Die haben die Piratenbraut klein gekriegt. Nice, Mann. Oh. Na, jetzt kommen wir mal mit dem Henker. Und mit dem rennen wir jetzt vor. Und mit dem rennen wir auch vor. Du, was du kannst, kann ich genauso. Aber ich hab den da. Der hat dich mit einem Schlag weggewischt. Jo, flawless victory. Noch ein Kampf. Und dann kann ich die nächste Siegeskiste öffnen. Dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Jawohl. Hör gleich, versus the Killer. Wer sich schon so nennt. Das ist kein guter Start diesmal. Jetzt irgendeine Lösung für dieses Problem. Nee, 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 so haben wir nicht gewettet, mein Freund, so haben wir nicht gewettet. Oh, 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 ich brauche den Henker, ich brauche den Henker. Halt erstmal die da, dann die da. Kloppt euch mit denen da. Nein, 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 nein. Das geht so nicht. Oh, mit einem Schlag ist er durch die durchmarschiert. Oh, ich halte euch auf. Oh, noch ein Golem. Hier soll noch geschossen werden von hinten. Und ein Ritter. Und gleich der nächste Ritter. Da oben hin. Jetzt kommt noch hier ein Joker hin. Dann habe ich da die Übermacht. Und jetzt kommt hier noch ein Henker hin. Und jetzt ist dieser Kampf entschieden. Wer hätte das eben gerade noch gedacht, hä? Sah mal zwischenzeitlich nicht ganz so gut aus. Jetzt ist das Ding gelaufen. The Killer. Antichrist. Okay. Ja. Und damit haben wir unsere Siegeskiste. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Noch einen schwarzen Ritter. Krieger. Und auch das ist nice. Das Inferno nochmal hochgelevelt. Echt gut. Wow, 342 hat das gebracht. Sehr schön. So, dann gucken wir doch erstmal, was wir hier aufleveln können. Also erstmal die da. Was 400 kostet es? Hot damn. Das kostet nur 40. Benutze ich aber sehr gerne. Und der lohnt sich auch. Und wenn ich den noch upgraden kann, dann bin ich doch eigentlich schon ganz glücklich. Dann noch mehr Trefferpunkte der Golem. Hält noch mehr aus. Jawohl. So, das war's jetzt von dieser Folge.
Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Like da, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Mir macht das Spiel auch richtig Spaß. Ich finde, das ist eine super Ergänzung auf jeden Fall zu Animation Throwdown. Macht's gut, bis dann und tschüss.